Moin Moin meine Freunde, sonntagsmorgen 7 Uhr und was mache ich? Eine neue Folge Clash News für euch aufnehmen. Es ist ultra früh, verzeiht mir, wenn ich etwas verschlafen aussehe, aber ich habe richtig Bock, es ist nämlich mega viel passiert. In Clash Mini gab es nämlich einen neuen Stage Channel und außerdem hat Vlad eine Kleinigkeit geleakt, über die wir unbedingt später reden müssen. Außerdem hat Clash Quest das Unmögliche möglich gemacht und doch noch einen größeren Bug eingebaut, als wir es uns irgendwie vorstellen konnten. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, würde mich drüber freuen. Wir beginnen mit Clash Mini. Die Clash Mini Woche hat Montag mit zwei neuen Skins gestartet. Zu den beiden neuen Minis, die ja eigentlich auch erst Montag hätten rauskommen sollen. Das wurde ja über den Haufen geworfen, die gibt es ja jetzt schon seit zwei Wochen. Aber nun ist jetzt auch der Golden Giant und der Swordsfishman Skin verfügbar. Haben wir uns natürlich auch direkt beide gekauft. Wir wollen ja alle haben, man kennt ihn, den Skinsüchtigen. Den Golden Giant Skin finde ich auch extrem nice als Taucher. Den Swordsfishman Skin, ja gut, feiere ich jetzt nicht so, aber das liegt glaube ich auch daran, dass ich den Swordsfishman auch überhaupt nicht feiere. Aber ich sage immer, haben ist besser als brauchen. Dann hat Clash Mini wieder mal eine kleine Umfrage gestartet. Was halten wir von der neuen Muschelmap? Findet ihr sie geil, findet ihr sie nicht geil? Also meiner Meinung nach ist sie absolut nicht geil. Das liegt aber glaube ich einfach nur daran, dass ich Queen Main bin und es gibt keinen größeren Counter als diese Muschelmap. Die ist wirklich... egal was rübergeschickt wird, es ist einfach negativ für die Queen. Ansonsten, mein Gott, ist eine coole Idee. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll mit den ganzen Sondermaps. Ich finde immer noch das Normal Board am besten, aber wenn es nur das Normal Board geben würde, gut, dann finden wir es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, von daher alles fein, Digga. Donnerstag gab es dann einen neuen Stage Channel. Für die Leute, die das Format noch nicht kennen, erkläre ich das mal ganz kurz. Dies funktioniert so, dass Vlad mit einem Content Creator und einem anderen aus dem Clash Mini Team, diesmal war es Fan, der fürs Balancing verantwortlich ist, in einem Discord Channel geht. Dort kann dann die ganze Community joinen und Fragen an Vlad stellen. Natürlich nicht alle gleichzeitig, sondern nach und nach. Diese werden dann direkt vom Vlad oder von dem anderen Mitarbeiter beantwortet. Und im letzten Stage Channel ging es dann wohl hauptsächlich um optische Sachen und ums Balancing. Ich war leider nicht dabei, ich bin super gespannt, was drin vorkommt, aber irgendwie wurde die Aufnahme gecrashed. Ich habe mit Tessie gequatscht, der YouTube-Kollege, der es gehostet hat, und es gab Probleme, die wurde nicht vernünftig abgespeichert, keine Ahnung, die versuchen das jetzt gerade zu fixen und sobald ich die Informationen habe, dann werde ich euch das wissen lassen, werde ich selber ein Video darüber machen, weil ich bin natürlich auch gespannt und will es genauso wissen wie ihr, denke ich mal. Nach dem Stage-Channel hat Vlad ein Bild auf Twitter gepostet, auf dem man ihn sieht mit einem Handy in der Hand und einen ganz komischen Screen. Ich habe einfach mal ein bisschen rangezoomt und für mich sieht das ganz klar nach einem Trophy-Fahrt aus. Also guckt euch mal an, das sieht irgendwie so aus, als wären oben wieder die Top 1000 und dein eigener Rang. Und das sieht aus wie so eine Treppe und dieser Mini in der Mitte, das könnte ein meiner sein. Eventuell wird es dann halt so sein, dass du wie bei Clash Royale durch Erreichen der jeweiligen Ligastufen auch erst Minis freischaltest. Das wurde ja auch schon mal in einem Stage-Channel besprochen und dort haben sie ja gesagt, dass sie sich ein Trophy-Rot definitiv vorstellen können. Was haltet ihr davon? Ich fände es extrem geil, gerade für neue Spieler. Ich meine, unser Eins kann auch jetzt 20 neue Minis bekommen und wird sich da irgendwie reinfuchsen. Aber setzt euch mal in die Lage von Leuten, die das Game erst anfangen, wenn es global released wird und dann eine Reizüberflutung an Minis und Helden haben, da ist es doch wirklich geiler, wenn du nach und nach alles freischaltest und nach ins Game reinkommst. Vor allen Dingen ist es dann auch einfacher, wenn du nicht direkt gegen die krankesten Decks spielst. Ich fände es auf jeden Fall extrem nice. Was seht ihr aus dem Bild? Vielleicht sagt ihr auch, ist Quatsch, könnte was ganz anderes sein. Lasst mir einen Kommentar da, interessiert mich mega. Zu guter Letzt werfen wir wie immer einen Blick aufs Leaderboard. Und da ist einfach wieder mal Negan an der unangefochtenen Spitze. Es ist unglaublich, 14k Trophies. Wenn ihr das Video seht, hat er mit Sicherheit schon 15k gemacht. Ich habe das Bild nämlich gestern aufgenommen. Es ist geisteskrank. Er pusht und pusht und pusht und ist einfach nicht zu halten. Wie lange kann ein Mensch das durchhalten? Wieder mal großen Respekt, es ist krank. Wird er am Ende der Season King überholen und die 50k erreichen? Man weiß es nicht, ich fände es auf jeden Fall ziemlich lustig. So viel diese Woche zu Clash Mini. Wir machen jetzt weiter mit Clash Quest. In Clash Quest gab es ja letzte Woche noch diesen Bug, dass man keine Liga-Refills bekommen hat. Und dieser wurde dann montags angeblich gefixt. Es kam ein Update raus. Allerdings wurde der Account von jedem, der ein Update gemacht hat, vermeintlich gelöscht. Alle haben Panik bekommen. Es war unglaublich. Du hast das Update gemacht, bist reingekommen und warst auf einmal einfach wieder bei Null, Digga. Das war ein richtig heftiger Schockmoment für die meisten Spieler. Ich war zum Glück arbeiten und habe mir das Update nicht geladen. Ich gucke auf Discord, 10.000 Nachrichten, lade das Update nicht runter. Es ist gefährlich, es löscht deinen Account. Zum Glück gab es dann relativ schnell die Entwarnung. Die mussten das Ganze nochmal fixen und dann waren die Accounts auch wieder hergestellt. Aber Digga, das ist ein Bug, das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Stellt euch mal vor, das Update hätte 1 Million Leute runtergeladen.
alle Panik, scheiße, Account weg, dies, das. Katastrophe, einfach Katastrophe, Digga. Letztendlich ist immerhin zumindest der Liga-Bug gefixt, das finde ich schon mal sehr gut. Diese Woche habe ich richtig reingeschissen, das war wirklich schlecht, was ich diese Woche gemacht habe. Dies lag aber unter anderem daran, dass ich halt wegen diesem Bug letzte Woche wieder aus Legendary 1 absteigen musste. Und das hat mich so getriggert, dass ich die ganze Woche noch sauer war. Langsam geht's wieder, nächste Woche werde ich mal wieder Vollgas geben. Dann gab es natürlich wieder das wöchentliche Meme und diesmal ging es um die Prinzenhose. Letzte Woche haben wir uns ja schon das Bild angeguckt, wo es darum ging, dass der Prinz keine Hose trägt. Und jetzt haben sie eine Item-Idee gezeigt. Diese heißt Princess Pants. Und Digga, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, auch wenn es auf den ersten Blick dumm erscheint. Klar, gut, es ist jetzt eine pinke Hose für den Prinz, ist mir eigentlich komplett egal, ist ein Kosmetik. Gut, kann man machen, muss man nicht. Aber die Idee, was dieses Item kann, finde ich super geil. Diese ist nämlich, nachdem der Prinz ein Gebäude angegriffen hat, greift sein Pony erneut an und macht einfach 50% Damage. Ey, Digga, das ist ein geiles Item. Würde ich mega fühlen. Fände ich geil, wenn die das einführen. Außerdem, Kosmetik sind immer gern gesehen. Aber dann bitte für Gold und nicht wieder nur für Gems oder Crates oder sowas. Ich muss endlich mal mein Gold loswerden. Ich bin immer noch auf einer Millionen-Stack. Und zu guter Letzt wurde auf Twitter gefragt, wie viele Leute denn schon im Club der 100 Angriffe sind. Also wer hat ein Level schon mehr als 100 Mal gespielt? Also ich habe das Level 36.3 mittlerweile über 1000 Mal gespielt. Es gab aber auch Leute, die schon Level über 2000 Mal gespielt haben. Ich habe ja irgendwann aufgehört und nur Schiffwracks gemacht. Aber trotzdem insane, was manche Leute gemacht haben. 2.000-3.000 Mal, das ist wirklich geisteskrank heftig. Naja, gibt auf jeden Fall einige, die schon ihre Level über 100 Mal gemacht haben. Ich denke, das wird jeder schon haben. Also gibt es einen von euch, der noch kein Level über 100 Mal versucht hat? Allein schon um Gold zu farmen oder so? Ich glaube schon nicht. Und das war's diese Woche auch schon mit den Clash News. Ich bin auf nächste Woche gespannt, was erwartet uns alles. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich würde mich darüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy. We'll be right back.